Nein, du. Jein. Mann. Zwei Komma vier fünf Millionen sollten wir hinkriegen. Oh, Runners. Ja, das schaffen wir. Ist ja sogar gleich geschafft. Packen wir hier einfach die beiden Türme voll. Und holen die Wellen, blocken den Rest einfach. Wir haben ja genug Mana. Und die können wir eigentlich auch noch draufschleudern. Apropos, wir haben genug Mana. Ich wollte nur noch mal sagen, wir haben auf jeden Fall genug Mana, wir schaffen das, kein Thema. Verbrauchen die jetzt eigentlich mehr, wenn die öfter durchkommen? Gerade eben waren es 60. 60, habe ich mich wohl geirrt. Und das, meine lieben Freunde, ist etwas, das wir jetzt sicherlich nicht schaffen werden. Ein Bonuslevel, das grüne, das Giftlevel. 40 Wellen. Glowing Framescore 4.800.000. Nein, 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 nein. Wir wollen diesen Level ab. Moment. Moment. 34, okay, ich dachte gerade, wir wollten, ja, was wir wollten, das kann ich euch jetzt leider nicht sagen, da es mir in diesem Moment leider den Stecker meines Mikrofones aus dem Mikrofonanschluss rausgehauen hat. Das heißt, es sind leider 10 bis 12 Minuten der Aufnahme futsch gegangen. Der Tonaufnahme futsch gegangen, wohlgemerkt. Und deswegen werde ich nun einfach irgendwie darüber moderieren. Ich hoffe, ihr werdet es nicht merken, aber ich hab's ja schon gesagt, also wisst ihr's. Also ist ja egal, also dass ihr halt da nicht nur so dieses und so, ne? Also wir kombinieren erstmal diese beiden Steine, das ist einmal der Vierer, und setzen die da drauf und holen schon mal die ersten Wellen und hoffen, dass wir dieses Level schaffen werden. Dann
machen wir schon mal die ersten Gambombs, da wir diese Steine sowieso nicht mehr brauchen werden. Und es klappt auf jeden Fall wunderbar, wie man sieht. Und unser Mana ist schon sehr voll. Und da setzen wir wieder den Mana-Pool ein und machen wieder Steine und wieder Gambomben drauf. Und das sind auch schon die ersten Bosse, die allerdings auch schon nur noch drei sind, was sie aber auch gerade schon waren, aber jetzt nur noch zwei sind. Deswegen macht das keinen großen Unterschied und den haben wir einfach kurz mit zwei kleinen Gambomben, also Level 1 Steinen weg. Die Bosse, die bekämpfen wir mit ganz normalen Level 2 Stein Gambomben und man sieht schon, unser Mana wird wieder fast volllaufen. Deswegen bauen wir einen Turm und setzen da ein paar Steine drauf, einfach nur zur Sicherheit, damit wir dieses Level mal schaffen. Und es ist eigentlich genau wie bei den ganzen anderen Leveln. Man sieht, es klappt wunderbar. Leider gibt es jetzt ja auch keinen Ingame-Sound, da ich den ja separat, also mit meinem Mikrofon aufgenommen habe. Naja, muss ich halt etwas mehr quatschen. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun, sonst würde ich keine Let's Plays machen. Und da schafft der Kleine nicht alle, also da unten nicht alle, es laufen ein paar durch, aber solange wir den Boss besiegen, bevor er durchläuft, sollte das kein großes Problem sein. Mit ein paar Gambomben sollte das auch machbar sein. Und man sieht, es ist machbar und wir schaffen es. Ich würde jetzt gerne schauen, wie der Cloning Framescore ist, was wir brauchen. Allerdings kann ich das im Moment leider nicht machen. Aber soweit ich in Erinnerung habe, werden wir ihn sicherlich erreichen. Und wir laufen gleich an Mana voll, wie ich sehe. Und da haben wir den Glowing Framescore erreicht. Und wir lassen die Monster einfach durchlaufen, ist egal. Weil wir haben ja genug Mana. Und hauen dann noch ein paar Gambomben drauf. Solange wir das Level schaffen werden. Was allerdings etwas knapp aussieht im Moment, sollte es durchaus machbar sein. Ich habe gerade die leise Befürchtung, dass das etwas verdammt knapp wird. Nun gut, das lief leider nicht so gut wie geplant. Ich war wohl etwas übermütig. Allerdings sind wir schon Level 33, wie wir gerade eben auch schon waren. Ja, wollen wir uns schon mal in diese Level wagen oder lieber doch noch mal Glowing Framescore machen. Wir brauchen noch in etwa 2 Millionen oder so Punkte, damit wir das nächste Level erreichen. Wir können jetzt zum Beispiel mal das epische Level machen für den Glowing Framescore. Oder lieber doch ein anderes. Ist echt schwierig zu sagen, aber wir probieren es. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen werden. Aber zuerst noch einmal die Skills neu verteilen. Und zwar wieder diesen Skill voll, diesen Skill voll, diesen Skill voll. Und ja, wenn wir Level 34 sind, können wir nämlich diesen mittleren Grad Anfangsstein-Dingen-Skill skillen, was ich aber glaube ich schon mal einmal erwähnt habe. Kann das sein? Also wenn wir dann Level 34 sind, werden wir die Level nach dem zweiten epischen Level sicherlich besser hinbekommen als vorher. Und jetzt starten wir in das erste epische Level noch einmal einfach, damit wir eben Punkte bekommen zum Skillen. Und wir fangen schon mal an, ein bisschen zu kombinieren und einen Stein hinzusetzen und die ersten Monster zu holen. Das hat im Moment wohl eine typische Walkthrough-Atmosphäre. Und wir setzen die Steine dahin, einfach nur zur Sicherheit, falls es doch etwas schief laufen sollte, wie wir ja in den Leveln davor gemerkt haben, dass es durchaus passieren kann. Und den Mana-Pool benutzen, damit wir, wie gesagt, nicht am Mana volllaufen, weil es wichtig ist,
Mana zu benutzen. Allerdings sollte man auch nicht zu viel benutzen, weil wenn dann ein Monster läuft, dann hat man nicht genug, um es zu blocken und das ist nicht gut. Weil man dann das Level verliert. Wie ihr sicherlich schon gemerkt habt. Vierhundertsechsundzwanzig kostet der Level 3 Stein, das haben wir nun erreicht. Allerdings bauen wir ihn nicht, sondern lieber jetzt. Und es wird. Nein, wir sparen doch lieber, vielleicht oder doch. Na, okay. Ein Türkisnorn, ein Schockstein. Und dann kommen schon die Bosse. Zwar noch nicht der erste epische Boss, allerdings Boss ist immer noch ein Boss. Und der erste wurde auch gerade schon kaputt gemacht und die anderen beiden sind nun auch nur noch einer, welcher nun auch gleich kaputt sein wird. Und es kommen Runner Monsters. Ich hasse sie so sehr. Schafft der Kleine das da unten? Ja, kein Problem. Und dann kommen schon mal die nächsten Bosse. Wir tauschen diese Steine einfach ein bisschen aus, damit wir da einen starken Punkt haben. Was uns allerdings nicht wirklich an diesem Boss weiterbringt, aber wenn wir den da nach unten ziehen, welcher übrigens ein verlangsamer Stein ist, dann ist das kein Problem. Wir setzen den wieder nach oben, damit er oben weiterhelfen kann. Wir könnten ja auch zum Beispiel mal ein paar Wasserfelder bauen. Wir haben ja ein bisschen Mana. Aber erstmal lassen wir ein paar Monster kaputt gehen. Damit es nicht zu viele werden. Und dann bauen wir hier mal ein paar Wasserfelder. So viel wie wir können. Und Welle 20 ist im Anmarsch. Wir kombinieren diese beiden Steine. Wir kombinieren diese beiden Steine zu einem Level 4 Stein. Und man sieht, sie hauen ordentlich rein. Wir haben nun ein Level 5er und noch ein Level 5er und wir machen die beiden gleich zu einem Level 6er. Und wir ziehen ihn am besten nach unten, damit er den Boss eventuell noch besiegen kann. Weil er kostet 612 Mana zum Blocken und das ist relativ viel. Doch wir schaffen es leider nicht. Wir können natürlich Kernbomben draufschmeißen, aber das lassen wir lieber. Wir haben ja mehr als 612 Mana. Und bauen noch ein paar Steine nach, damit sie weiterhelfen. Weil jede Welle wird schwieriger. Und Runner Monsters und danach gepanzerte. Und es kommen welche durch. Ziehen uns Mana weg. Und da kommt auch gleich theoretisch der Endboss für dieses Level. Wie gesagt, theoretisch. Und es sind schon 60 Monster auf dem Feld, das oder 59 und das ist wirklich viel. Wir verstärken unsere Türme ein kleines bisschen und versuchen diesen Stein da drauf zu setzen und holen natürlich die nächsten Monster schon mal ran. Allerdings wird uns das im Moment nicht viel nützen. Da es so wie es aussieht, wir die ganzen Monster unten nicht besiegen können. Und sie uns viel Mana ziehen und wir nicht genügend haben, um den epischen Boss The Distort
zu besiegen. Weil wir leider die Steine nicht befehligen können, dass jetzt zum Beispiel das diesen Großen da angreifen. Dann feuern die auf irgendwelche Kleinen und ziehen denen erstmal ein kleines bisschen, dann besiegen sie einen anderen. Und das wird uns wohl zum Verhängnis werden. Deswegen lassen wir sie einfach kurz durchlaufen oder gehen gleich zurück zur Karte, weil wir eh wissen, dass wir es so nicht schaffen würden. Also es ist wirklich erstaunlich, dass wir das erste epische Level in diesem Versuch nicht geschafft haben. Deswegen werden wir die Aufnahme, oder beende ich jetzt einfach mal die Aufnahme so schnell wie möglich, weil es an diesem Tag nicht so gut geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen speichern wir einmal. Und zwar am besten dort. Also da. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns gemeinsam. Und zwar wünsche ich euch eine gute Nacht und esst was Schönes.